Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, aktuell bin ich ja nicht zu Hause, deswegen wird es am Dienstag auch kein Stream kommen. Ja, mit den Videos, wie gesagt, versuche ich es zu probieren, dass täglich Videos kommen. Wie gesagt, falls mal kein Video kommt, dann ja, wisst ihr Bescheid, warum. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt rein in das heutige Video. Zwar habe ich heute für euch eine Liste dabei. Und zwar kennen wir alle hier beim Scream Team Event das Geisterbeschwörungskapitel, Freunde, wo es ja die Spieler gibt. Ich habe unter anderem jetzt hier den Spieler schon wieder gezogen. Da habe ich euch jetzt wieder diese traditionelle Liste, welche Spieler hier als nächstes kommen. Da kommen nämlich noch mal ein paar Hunderter, wo man auf jeden Fall seine Punkte ausgeben kann. Ich empfehle euch sowieso, Freunde, öffnet eigentlich nur links. Links ist die Meta, weil ich habe nur links geöffnet, habe auch alle drei Belohnungen bekommen. Man kommt in den Meilenstein schön weit, also ich würde euch da raten, öffnet ja hier links. Und ja, ich würde sagen, ich blende euch jetzt mal hier die Liste ein. Ihr könnt ja einen Screenshot davon machen oder euch merken, wie ihr wollt. Das ist euch überlassen, aber da seht ihr halt, welche Spieler noch kommen. Ich werde wahrscheinlich zu den 100ern wieder ordentlich ausgeben und mir dann wahrscheinlich den 100er holen und ihn dann verkaufen. Weil ja, spielen werde ich ihn nicht, das ist klar. Ich habe ja da schon meinen, also die passen einfach nicht so in mein Team, ganz einfach gesagt. Genau deswegen, ja, aber trotzdem interessant zu sehen, welche Spieler hier noch generell kommen. Wie gesagt, Freunde, welchen Spieler findet ihr da zum Beispiel interessant, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja, ich empfehle euch halt, wie gesagt, öffnet hier nur links, weil es lohnt sich einfach viel, viel mehr, als hier ganz rechts zu öffnen. Genau so sieht es aus. Okay, meinen Schrank kann ich ja nicht umtauschen. Ich würde sagen, wir gehen noch mal rein in ein Pack, Freunde. Und zwar habe ich jetzt, wo waren das? Hier war das. Das wollte ich ja gestern, oder ich weiß nicht, wann das Video kam. Nee, nicht gestern, was laber ich schon wieder. Gestern hatte ich ja noch, egal, vergesst einfach, Freunde. Ich kann jetzt hier noch mal ein, ja, 94 plus Pack öffnen, Freunde. Das könnte schon reinschallern, ne? Und wir kriegen hier nochmal 2000 GPH-Punkte. Das schallert natürlich auch nochmal ordentlich rein. Also wenn wir jetzt hier einen Vardy ziehen, ne? Oder einen Silas. Boah, also das wäre schon ziemlich ehrenlos geil. Ja, ich hoffe, dass ich hier keinen Demirovic, Füllkrug, González. Ja gut, so Ares. Gut, den kriegt, den will ich eigentlich auch nicht ziehen, weil man den sowieso noch bekommt. Bei dem Meilenstein, ja, am besten wäre halt wirklich ein Vardy oder ein Silas. Das wären einfach so die zwei, ja, geilsten. Ich überlege mal, wenn England kommt, könnte es, ja, können es drei sein. Kelly, Ese oder Vardy. Ah, Freunde, ich drück drauf. Komm schon, bitte. Bitte EA gönn. Bitte EA gönn. Let's go, komm schon. Bitte, 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 bitte. Oh, nein, es ist der, ach, es ist der schlechteste, ja, 94. Ach Mann, ihr, ey, warum macht ihr diesen? Warum macht ihr diesen? Ach, 94. Hm, schade. Aber was ich eigentlich cool finde bei dem Event, dass man hier schön immer GPH-Punkte bekommt. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ich würde sagen, wir gehen hier nochmal. Wir gehen nochmal in ein Wurst-Angriffsspiel rein, Freunde. Wir gehen hier nochmal in ein Wurst-Angriffsspiel rein. Mal gucken, ob wir das siegreich gestalten können. Okay, weil jetzt, ich hatte bis jetzt immer Gegner, die waren besser als ich, also in den letzten, also in den Tagen davor. Ich merke, dass das halt nicht so ausgeglichen ist, also so von den Chancen her. Das ist, finde ich, halt ein bisschen schade. Ja gut, jetzt habe ich halt mal die besseren Chancen, aber das heißt nichts. Wenn ich jetzt alles verkacke, kann er hier trotzdem noch gewinnen. Das ist es ja nicht, ne? So, wir gehen rein, let's go. Sané hat hier den ersten Angriff und Sané macht das sehr gut und wir machen das 1:0. Auftakt nach Mars kann man das sagen. Und er hat sogar einen Ballverlust. Das ist sogar noch besser. Sané macht ihn rein. 2:0. Hat er wieder einen Ballverlust? Ne, okay. Jetzt macht er das 2:1. Komm, Sané. Jawohl, Sané. Alle drei Tore bis jetzt gemacht. Sehr stark hier. Und Sané wird auch das vierte Tor machen. Okay, Sané ist jetzt hier der Zielspieler in dem US-Angriff-Game. Und da oben ist er schon wieder, ne? Ja, okay, das war los. Das war so, oh mein Gott, das war so maximal los, ne? Jetzt komm, mach's besser. Ei, was spiele ich für eine Krütze? Was spiele ich für eine Krütze? Komm, Sané. Das meine ich halt, ne? Solche unnötigen Sachen, solche unnötige Kacke macht man in einem Spiel und dann verliert man das ganz schnell. Aber zum Glück, Freunde, zum Glück ist der Gegner, ja, jetzt auch nicht allzu krass. Weil er hat ja auch schon ganz schön auf Ballverlust. Es steht 7:3, das sieht gut aus.
Segu, das kommt mit Toni vorbei und mit Toni ins lange Eck oder auch nicht. Komm ganz hoch. Sané, jawohl, 8-5. Ah, ich bin noch nicht sagen, dass es entschieden ist. Da kann er noch was, da kann er was passieren. Komm, Haaland, jawohl, 9-6. Neymar auf Sané. Ja, Sané macht hier wirklich die Tore, ne? Der haut hier richtig auf die Karre. 10-7. Komm, Müller bringt einen guten Pass auf Sané, jawohl. Und Sané macht das nächste Tor. Junge, das geht mit Sané aus und ab. Und ich würde sagen, das war jetzt die Vorentscheidung. Wir haben gewonnen. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe jetzt einfach mal drauf geschossen, weil es war sowieso entschieden. 11-9 gewinnen wir hier täglich am Einschein. Haben wir somit jetzt auch abgeschlossen. Was kriegt man hier nochmal? Ah, 350 Lampen. Habe ich jetzt auch schon. Also Freunde, das Pack-Opening im Stream nächste Woche. Oder übernächste Woche. Wird wild, Freunde. Wird wild. Ich würde sagen, das gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, kein Like, lasst kein Abo da. Dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Freunde, macht's gut. Bis morgen. Haut rein und ciao.